Hallo, das hier ist Apple Cream Candy Bacon und wie man den macht, das seht ihr in der heutigen Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Das sind jetzt die Zutaten, die wir für das Apple Cream Candy Bacon brauchen. Äpfel, Bacon und Werthers echte Bonbons. Und zwar die richtigen, die mit keinem flüssigen Kern und ein Mixer. Ich werde jetzt die Bonbons auspacken und im Mixer zu Pulver verarbeiten und dann geht es weiter. So, da sind die Werthers echte jetzt im Mixer drin und jetzt geht's rund. Ja, und so schnell kann es gehen. Kleingemörserte Werthers echte. Das ist also jetzt mehr so ein Werthers echte Pulver. Das fülle ich mir jetzt in eine Schale um und das dient als Panade für die Äpfel und für den Bacon. Und jetzt bereite ich die Äpfel vor und dann geht's weiter. So, hier habe ich jetzt also 4 Äpfel und ich zeige euch das nochmal. Hier ist dieses Werthers echte Pulver. Ja, der Grill, ihr seht vielleicht den Rauch durchziehen. Der Grill heizt jetzt gerade schon vor. Hier ist der Bacon. So, und jetzt werde ich die Äpfel erstmal entkernen. Als nächstes werden die Äpfel jetzt geschält und geachtelt und das bereite ich jetzt mal vor und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, wenn die Äpfel dann geschält und geviertelt sind, habe ich sie jetzt also hier und jetzt werde ich sie mit diesem Pulver von den Werthers echten berieseln, dass sie also so richtig schön paniert werden. Schön durchmengen mit den Fingern. Ich merke gerade, das wäre in der Schale wahrscheinlich oder in der Schüssel sinnvoller gewesen, aber es geht auch so. Also ruhig ordentlich von dem Pulver an die Äpfel dran. So, und wenn das dann soweit alles vorbereitet ist, nehme ich mir eine Scheibe Bacon. Nehme mir ein Stück vom Apfel. Und wickel den Apfel mit dem Bacon ein. Schön stramm, damit es nicht auseinanderfällt. Und dann ist das ein wunderschönes Apfel-Bacon-Paket. Das stelle ich mir beiseite. Jetzt bereite ich erstmal die anderen Äpfel noch vor. Und so schauen sie dann fertig vorbereitet aus. Eben unsere Apple Cream Candy Bacon. Und die kommen jetzt auf den vorgeheizten Grill. Und da machen wir auch weiter. Den Grill habe ich für indirekte Hitze vorbereitet. Das heißt, also hier hinten stehen ja die Kohlekörbe. Und die werden jetzt eben mit vorgeglühten Kohlen befüllt. Dann habe ich hier eine Edelstahlschale, die stelle ich hier vorne hin, damit eben das Fett, was gleich vom Bacon runtertropft, nicht den Grill flutet. Den Grillrost drauf. Und dann kann ich die Apfelstücke hier auf dem Grill platzieren. Zu guter Letzt habe ich jetzt hier noch ein bisschen was von dem, das echte Pulver übrig. Und davon streue ich jetzt über den Bacon halt auch noch drüber. Das Ganze wird dann schön karamellisieren. Und Leute, glaubt mir, es ist wirklich unfassbar lecker. So, jetzt aber Deckel drauf. Und jetzt für erstmal eine Viertelstunde bei 200 bis 220 Grad im Grill indirekt grillen. So, nach 20 Minuten bei 220 Grad sieht das Ganze jetzt so aus. Das ist der Hammer. Das werde ich jetzt vom Grill runternehmen und lasse es ein bisschen abkühlen. Dafür benutze ich wieder dieses Gitter, was ihr schon von den Painful Candy Bacon vielleicht kennt. Gleich wieder aus dem gleichen Grund. Da ist jetzt also Zucker drauf, beziehungsweise Karamell. Der wird natürlich beim Auskühlen hart. Und damit sich das nicht irgendwo festklebt, nehme ich so ein feines Sieb. Das passt perfekt. So, ich nehme die jetzt vom Grill runter und dann wird noch probiert. So, jetzt ist natürlich auch noch Zeit, mal so ein Apple mit Cream Candy Bacon zu probieren. Und ich nehme jetzt einfach mal so eins und halte euch das mal hier hin. Schnapp! So sieht es aus.
Und was habe ich anderes erwartet? Schmeckt himmlisch. Alles schmeckt besser mit Bacon. Super lecker. Macht die auf jeden Fall mal nach. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Barbecue aus Rheinhessen.